Komisch. Achtung! An alle Reichsbürger! Es spricht nun der Präsident. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zum Fische bei Backspin TV. Ich bin Oliver von Hirnfrei und du bist Nico vom TV Straßen Juice oder wie ihr alle heißt, Alter. Ey, der Typ sieht mir krass ähnlich. Heute haben wir einen Schlast, der mit einem polnischen Hurensohn Kinder kaufen im Internet erfunden hat. Digga, es geht ja darum, Alter, du willst ja Money machen. Ja, gut. Hallo Mutter, Karl hier, der krass erfolgreiche Business-Obermarker. Einer der wichtigsten YouTuber überhaupt, die es gibt. Heute aus Düsseldorf. Und ihr seid bei Mitten im Leben für mein neues Format. Licht an, Licht aus. Das ist Film, Digga. Ich bin's wieder, eure Krankheit, Katja. Denn ich bin wie die Ebola-Katastrophe für Deutschland. Aber geil, oder? Nee, gar nicht geil. Und jetzt geht's los mit Pfannkuchen ankacken. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Ha, Baby. Ich bin Gott. Er ist jetzt Gott, er weiß jetzt, Alter. Er weiß, wie Snapchat geht. Oh mein Gott, ey. Fickt euch einfach. Ich bin Al Capone. Ich bin der krasseste Eierlecker auf der ganzen Welt. Was? Da hab ich Ahnung, Dicker. Da bin ich der Experte. Neben mir der gute Papa Chini, liebe. Ist einer der großen Fische der Neuzeit. Hallo, wie geht's dir, Julian Williams? Gut, weil ich Julian Williams bin. Wie fandest du das? Da hat er zum ersten Mal in seinem Leben sich in der Öffentlichkeit gezeigt, wie er persönlich als Person ist. Der Typ hat sich so aufgeblasen, also so. Ich bin Bushido. Ja? Es stimmt. Ganz genau. Und auch, das stimmt, 2015 habe ich mit Gottes Segen und der Terrororganisation IS viele bestialische Flüchtlinge gesäugt. Ist auch Geschichte, ne? Das hat auch vorher noch keiner gemacht. Krass, ja. So in der Techno-Szene haben wir das ganz lange so gemacht. Oh, Flair, ich bin dabei. Und das ist einfach voll Schäsch. Wir haben dieses Foto gepostet. Also die haben sich gefunden, also auf jeden Fall. Das sind meine Jungs. Und wir trinken, Alter, ein bisschen was und ziehen uns Skinny Jeans und Panamasken an und fahren mit Anabolika-Spritzen bewaffnet durch Deutschland. Und dann holen wir die kleinen, harmlosen Arschlochkinder mit Zipfelmützen von der Straße so krass ab und dann kacke ich auf die, weil es mich turnt. Muss, Digga. Ja. Dass die Fans was zum Anfassen haben, Digga. Weißt du, was ich meine? So für mich persönlich ist das krasse Geheimnis von Erfolg. Kinder ankacken und Vanilleeis zum Frühstück. Jetzt kommt wieder Real Estate Quatsche. Real Talk. Real Talk. Real Talk. Und das ist, was ich immer predige, Digga. Nur eine Frage. Was ist deine Leibspeise? Was kannst du den Leuten empfehlen? Wurst. Und Wurst gibt mir immer wieder neue Energie. Ich trinke heute mal ausnahmsweise eine polnisch-schlesische Schimpansenarschsuppe. Und das würde ich auch jedem jungen Menschen raten. Leute, lasst euch die Suppe eintrichtern. Das ist der wüste Shit, den es gibt. Und das ist alles Hip-Hop so. Pass auf, wenn das alle Hip-Hopper wollen würden, dann wären wir nie Hip-Hop geworden. Okay, true. Was machst du? Ich möchte richtig von meinem Fußball-Weltmeister-Kanal gefistet werden. Das würde jeder mit ein bisschen Verstand und mit ein bisschen Cojones in der Hose tun. Man kann es machen. Bei uns in Deutschland, die Leute haben immer noch eine Gurke im Arsch. Aber passt einfach auf, macht immer Kondom drüber, ihr wollt kein Kind bekommen. Nee, Leute. Arschlochkinder sind ekelerregend degenerierte, brüllende, emotionslose Kreaturen. Das ist die Wahrheit. Und ich habe mal gehört, es ist schon lange her, ein schöner Mann. Das war ein Hingucker. Und er meinte, der hatte Karotten im Arsch. Mhm. Und der hat in der Zeit einen Herzinfarkt bekommen. Weil ich so schön bin. Alter. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du mit Karotten kommst? Schwuchtel, es sind offiziell. Wie viele CDs hast du im letzten Album verkauft? 7 oder so. Geh lieber Klos putzen. Ey, wer bist du? Reich, erfolgreich zu werden, ohne viel dafür zu arbeiten. Einfach, Mann! Also ich verdiene mein Geld mit an Pissen und an Kacken seit 20 Jahren. Ich geb dir $10. Wer mich mag, soll mich ankacken. Diesen Tipp, den ich gerade gebe, das ist bares Geld wert. Okay.
$10, Tony. Oder ich zahle gar nichts. Hä? Hey, Moment mal. Irgendwas läuft nicht schief. Tony, nur eine Frage. Beziehungsweise meine Frage. Weißt du, was ein Kackvogel ist? Das ist ein Vogel. Der scheißt. Was machst du? Ich habe einiges gemacht. Ich habe als allererstes dieser Welt erschaffen und ich habe zwischendurch Flair und Schimpansen erschaffen. Was labert der? Ah, du Bastard, Dicker. Peilst du überhaupt, Alter, dass es nicht lustig ist? Das ist schwarzer Humor. Nein. Nein. Ich will keinen Streit, ja, aber wenn es sein muss, dann reiß ich dir, zack, die innerein raus. Dann weißt du erstmal, was in dir steckt und das ist etwas, was innerlich sogar wehtut, Leute. Dann bist du tot fürs ganze Leben oder so. Und dann kannst du nur noch Gott um Verzeihung bitten, mehr nicht, Alter. Er ist alleine, Digga. Ja. Du kennst ihn ja, er kommt alleine. Ja. Digga, in 37.000 Jahren ist Bewährung vorbei. Und dein Sohn oder deine Tochter, ich werde die beide ficken, wenn ich die sehe. Ficken hat auch in diesem Jahr nichts an Aktualität verloren. Ist immer alles Politik. Das war ein Hingucker.